Konchinska, man hat schlechte Nachrichten gehört, der Unfall der beiden Siebenkämpferinnen. Wie ist der Stand der Dinge momentan? Ja, unser medizinisches Team hat sofort zwei Ärzte in das Krankenhaus entsendet. Dort bestand die permanente Interaktion mit den behandelnden und analysierenden Ärzten. Und zum jetzigen Stand haben wir die Informationen erhalten und die finde ich für den Umstand recht positiv, dass es keine schwerwiegenden oder nachhaltigen Verletzungen gegeben oder diagnostiziert wurden. Die Luisa ist jetzt schon auf dem Weg zurück und Mareike wird noch überwacht und einer unserer Teamärzte ist da und die werden im Anschluss dann auch die notwendigen Behandlungs- oder begleitenden Maßnahmen einleiten. Der Unfall ist passiert in einem Shuttlebus, hieß es, und es wären auch noch zwei Trainer betroffen. Es sind zwei Trainer, die Bundestrainer, integriert gewesen. Ich kann zu dem Unfallhergang noch gar nichts sagen, weil ich mit den Trainern auch noch gar nicht reden konnte. Wir waren erstmal interessiert, dass wir das medizinische Management begleiten und dass wir jetzt zumindest eine leichte Entwarnung realisieren können. Das ist natürlich unfassbar bedauerlich für beide Athleten. Siebenkampf geht über zwei Tage, tolle Atmosphäre im Stadion. Die haben gemeinsam zu dritt mit der Caro hier gekämpft. Jetzt können sie nicht starten, das ist tragisch. Und ich hoffe einfach, dass sie schnell wieder trainieren können und wieder fit sind. Caroline Schäfer schon gesprochen, ist sie in irgendeiner Weise jetzt betroffen, beeinflusst das ihren Wettkampf? Naja, Sie können sich vorstellen, was heute auf uns eingegangen ist. Wir haben ein Betreuungsteam, das sie begleitet, einen Arzt, unser Physiotherapeut, ihr Coach, die Biomechaniker und das ist Team genug und da bringe ich mich unmittelbar vor so einem wichtigen Start nicht ein. Wir haben mal mit den Medizinern, mit dem Trainer Kontakt gehabt, wir haben dann die aktuelle Information durchgegeben, die ich Ihnen jetzt auch dargestellt habe und die werden das der Caro schon gut platzieren, weil die muss sich jetzt auch auf sich fokussieren und das jetzt alleine zu Ende bringen. Dann wünsche ich mir alles Gute und drücke die Daumen. Danke. Okay, vielen Dank.